So, Jonathan, Ja. was macht man heute bei dem schönen Wetter? Wir machen heute ein Video Über was? über mein Fahrradmoped. Und das ist? Ein Klappschreck, und das ist cool. Ja, hast du es selbst gebaut? Ja. Willst du es mal zeichnen, Vincent, für die Kamera? Da ist es. Krasse Sache auf jeden Fall. Ja. Na los, komm doch mal her. Du musst doch mal ein bisschen verdeutlichen, das alles. Mal ein bisschen zeichnen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier das Nivea Klappfahrrad. Da ist ein 80 Kubik Zweitaktmotor drin. Wo hast du den her? Von Wish. Was ist Wish? Wish ist sowas wie Amazon, nur für Arme. Und da kann man halt fahren mit, ja. Angeblich sind das 80 Kubik. Vom Kolben her passt das auch, aber vom Hub bin ich mir da nicht so ganz sicher. Das ist halt der Tank. Und ein Zylinder, ein Untermotor mit 3D-Druck, das habe ich aber selber gemacht. Und dann einen super Resonanzauspuff. Gibt es auch als Drosselungsblase? Gibt es auch als Drosselungsblase, nur Rohr. Ein Dann Mega-Ritzel. ein übelstes Mega-Ritzel. Und Ein ein Kettenspanner. Kettenspanner. Und ein Wahnsinnsvergaser. Mit übelst Luftfilter. Der ist auch ungefähr so groß. So groß, ne? Und natürlich Übelsten Helm. ein Sturzhelm. Und das Geilste, was ich vorher noch mitgebracht habe, ist hier die Stange. Und da hängt eigentlich sonst der riesen Fuchsschwanz, den wir nachher noch suchen. Das ist vorhin vom Baum runtergesprungen und hat sich hier verfangen. Na, Das ist mit dem Metall. Ja, das hat schon in der Und nachher machen wir uns noch auf die Suche nach dem Fuchsschwanz. Genau. So. Und willst du noch was hier, wie ist denn das hier alles befestigt, Jonathan? Erzähl doch mal. Also, befestigt ist das hier größtenteils mit irgendwelchen selbstgedrehten oder gebohrten Teilen. Das hier ist natürlich Bosch-Profil oder auch Ultratec genannt. Hier haben wir ein bisschen was, damit die Kette ja nicht unbedingt Sieht am aus wie vom Rohr bleibt. Aquarium, Alter. Vom Aquarium, genau. Kabelbinder sind, wie man hier schon sehen kann. Kabelbinder wurden wenig benutzt, Also, auch die selten. sind auch wirklich. Also, es hält ja. Auch hier hinten. Also, ohne Mist. Wer keine Kabelbinder hat, daheim mit Kabelbindern, da rettest du die Welt. Und Panzertape eigentlich. Das habe ich auch nicht dran. Dafür, das kann ich mir nicht leisten. Naja. Und wie schnell fährt das Ding? Ja, das weiß ich nicht genau. Das können wir ja nachher mal messen. Ich glaube, so eine 40, 50. Ich weiß es auch nicht. Und du kannst damit aber auch normal Fahrrad fahren, oder? Ich kann dann normal Fahrrad fahren. Na, dann zeige ich doch mal. Mach mal Geschmacksprobe. Erstmal den mega coolen Helm auf. Nee. Nicht? Beim Normalfahrer. normalen Fahrradfahren brauchst du keinen Helm, Nee. gell? Weil du bist schon Ich bin über schon 10 alt Jahre alt. genug. Hast du deinen Fahrradführerschein gemacht in der Schule? Ja. Hast du auch eine Bronzemedaille gekriegt wie ich? Nee, nur eine Plakette auf dem Hauptrad. Na, eine TÜV-Plakette. Ja, das Fahrrad-TÜV. Fehlt hier eigentlich auch noch. Ist schon mal nicht abgenommen. Das heißt, Kupplung ziehen, ja. Kupplung, dann hake ich die hier ein. Dann ist die Kupplung Dann fest. fahre ich einfach Feststellkupplung. los. Krasser Gangster. Das ist schon brutal. Und jetzt? Na, jetzt könnte ich das anmachen während dem Fahren, dann lasse ich einfach die Kupplung durch. Na, demonstrieren. Hoppala! Das machen wir gleich nochmal. Lass knacken! Kann das Ding auch Burnout? Das ist schon brutal. Das kann's, ja. Ja. Da haben wir hier auch ein tolles Gadget. Ein Killschalter. Perfekt. Also macht dieses Moped nicht. Ja. Also zumindest in der Tuning-Szene. Und du willst wo damit alles mitfahren? Antreten werde ich auf dem Harzring beim Klappradrennen. Ob sie mich da nun mitmachen lassen, das weiß ich noch nicht. Aber im Reglement steht eigentlich nichts davon, dass man keinen Hilfsmotor benutzen darf. Aber hast du auf jeden Fall, denke ich mal, fast der Erste, den das eingefallen ist. Naja, ich bin gespannt.
Und sonst, ist das dein tägliches Beförderungsmittel auf Arbeit oder? Habe ich schon überlegt, aber ich glaube, das hält er nicht durch. Ist einfach zu krass. Marienthal rein, ist das Ding fest. Also in 2 Kilometern. Links. Drei, sagen wir mal. Drei, ne? Cool. Na gut, dann machen wir jetzt noch 2-3 Fahrszenen, wie du hier übelst brutal über die Wiese hackerst. Nee, vorn Straße. Wir fahren Straße. Es hat nicht so die Dämpfung. Ja, naja, gut, dann machen wir das so. Machst du mal fetten Burnout hier? Nein, mach ich jetzt nicht. Im Sand? Nein, auch nicht. Na los. Mach nochmal Winke-Winke. Und tschüss. Eigentlich dachte ich, er fährt jetzt ins Tor. Ui! Brutal, brutal! Brutal! Der hat das einfach nur drauf. Fast ins Tor. Jetzt muss man so was Krankes sagen wie It's Street oder so. Nicht? Nein. Naja, gut, auf die Straße kommen. War schon brutal, oder? War brutal, ja. Okay. Ah ja. Reicht doch dafür, oder? Reicht jetzt erstmal, jetzt gehen wir Döner essen. Ja. Auf geht er. 3, 2, 1. Gib High Five. Warte. Oh. Nochmal, warte. Warte, warte. Okay, hier ist der Hand. Gut. Hast du weh dann? Mein Damm. Dein Damm. Damm, Damm. Damm, Damm. Okay, tschüss.